Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:28 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Aktuell blicken wir auf den rechten Bildrand. Dort haben wir die Blue Boxen und wir befinden uns genau in der Mitte zwischen 13.950. Das heißt, wir haben zwei Big Numbers. Einmal die 14.000er Marke, wo wir uns jetzt eigentlich in den letzten Tagen immer wieder drumherum bewegen oder die 13.900er Marke. So, ich gehe jetzt, bin ja Daueroptimist und das bedeutet, ich gehe mal auf die 13.400 und spekuliere mal, dass wir hier in Richtung 13.400 jetzt erstmal laufen. Genau wissen, weiß ich das oder ich vorhersagen kann ich das nicht. Prognosen sind auch hier schwierig, da tue ich mich auch sehr schwierig. Also der Markt entscheidet ja, in welche Richtung wir jetzt laufen. Insofern gucken wir uns das Ganze gleich mal etwas genauer an und bleiben bei den Blue Boxen und sehen hier gestern Nachmittag einige schöne kleine, die man hätte traden können. Und jetzt gehen wir dann auf den linken Bildschirm und da sehen wir ein Hedge Trade. Der wurde gestern geschlossen um 11 Uhr, beziehungsweise gestoppt, der Trade um 11:30 Uhr. Das hat ist ein Regelwerk von mir, das ich mir selbst aufgestellt habe, nämlich 30 Minuten vor der Mittagspause, 12 Uhr. Wenn ich dort in einem Trade bin, dann stoppe ich den Trade und werde den Trade am nächsten Tag dann letztendlich versuchen, wieder erfolgreich in den Gewinn zu bringen. Das hat zur Folge auf der einen Seite, dass ich mich an mein Regelwerk halte. Zweitens übe ich immer noch die Hedge-Auflösung und sehe, wie das denn so funktioniert. Und ja, das heißt, wir konzentrieren uns heute parallel zu der Markteröffnung auch um eine Fortsetzung eines Trades in Form der Vola-Boxen. Und da blicken wir jetzt mal rein. 13.951 kommt die Vola-Box rein. 13.951 aktuell. Das bedeutet, ich zeichne sie mal nach. 51. Also, das sind 53. Genau, auf einer Mittelmarke hier 51. Ja, und dann sehen wir hier so, so in der Form kommt die Box rein. Also, es gibt schönere Levels. Wieso schönere Levels? Weil wir direkt in der Mitte vom Daily Pivot sind. Und der Daily Pivot ist wie Patex. Wenn man das, weiß nicht, ob da einer noch Patex kennt, also der Klebestoff, da klebt der Markt gerne. Muss nicht sein, könnte sein. Trotzdem, Regelwerk ist Regelwerk. Und ich schaue gerade aus dem Fenster und sehe ein Barbie-Schiff, ja, ein Barbie-Container in komplett pink hier. Mach mal kurz Elbe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Doch, kann man sehen. Also ein pinker Container kommt gerade rein. Okay, zurück. Und das ist also um 9 Uhr, würden wir direkt hier den Hedge auflösen. Und bis dahin warten wir natürlich und schauen, ob der Markt vorher schon in die ein oder andere Richtung läuft. Wir starten heute mit Bitcoin. Ja, auf den größeren Marktüberblick und Chart 45.000. Auch der pendelt sich jetzt ein zwischen 40.000 und der High um die Roundabout, die 50.000er Marke. Das sind die drei Zonen hier, wo sich der Markt aktuell bewegt. Wenn wir Luft holen sollten im Bitcoin, nehmen wir das Tief, nehmen wir das Hoch und dann sehen wir, sind die klassischen Korrekturen, wenn man Fibonacci-Zahlen nimmt, 23,6. Das wäre also eine kurze Korrektur, kurzes Luftholen, kurzer Rückgang bei 38.650. Dann wäre das nach dieser Markttechnik völlig normal dorthin, um dann wieder Luft zu holen für neue Herausforderungen. Oder wir haben den 38er, das wäre ein bisschen weiter, das wäre dann bei 33.000. Ja, und dann könnte es bei 50.000 sein. Und erst nach diesem Modell würden wir unter 23.000 den Bauchnabel erreichen. Das würde bedeuten, dann wechseln wir hier in den theoretischen Short-Modus, dass wir dann eher auf feine Kurse auf Bitcoin spekulieren. Ansonsten ist alles dort bis dahin hier, bis zu diesem Niveau long. Wenn man an Fibonacci-Zahlen glaubt, wenn man diese nutzt. Okay, geht's weit? Es geht weiter. Wir lassen das mal so drin und bleiben
aktuell bei einem Markt, den wir alle kennen, nämlich den DAX Tageschart Pro. Hier sehen wir auf den Daily Chart, dass wir hier eine rote Sonne haben, aber noch keine Heiken Asche. Wir wechseln jetzt in die Kinjunsen-Strategie. Auch hier sehr schön zu sehen als Indikator die Kinjunsen-Linie. Die verläuft bei 13.719. Auch da könnte man jetzt sagen, wenn wir darunter gehen, ist weiterhin Luft. Ja, das für diesen Markt. Aktuell gibt es aber hier keine Short Setups, also sind wir hier auch long. Weiter geht's. Old School, die Damen und Herren, die im Garten Gold haben. Gold liegt bei 13.842 und in den letzten Tagen sehen wir, tut sich überhaupt nichts. Sonne oben, Sonne unten. Und wir nehmen das Rot mal raus und gehen hier mal in den türkisen Modus rein. So sieht das Ganze aus. Gold, also da ist nicht viel los. Auf Wochencharts sieht das Ganze dann so aus. Auch hier sehen wir, wir sind immer noch im Gold auch long. Öl 58. 58 Öl sieht das Ganze natürlich etwas anders aus. Wir sehen hier auf Tagesbasis auch das Signal auf Kinjunsen-Ebene auf Daily Basis. Am 9. November gab es den Startschuss hier für Öl nach diesem Setup, was ein sehr, sehr gutes Setup ist. Ja, Sonne und wir haben das gestern Abend in der Schulung durchgesprochen und da ging es wirklich nur nach oben. Ja, es gibt natürlich hier Vergleiche, wo der Markt seitwärts läuft, aber wenn man so einen Home Run hat, dann ist immer die Frage, wo setze ich den Stop-Loss? Es ist immer die zweite Frage in jeder Schulung. Carlos, Stop-Loss auf Break-Even und hin und her. Die Kinjunsen-Linie werden von sehr, sehr vielen Tradern auch als Stop-Loss-Marken genutzt. Das ist die ockerfarbene Linie. Und wenn man sich das betrifft, dann würde man jetzt bei Gold, sag ich schon, bei Öl ein Stop-Loss hier oben bei der Kinjunsen-Linie liegen bei 52. Somit hätte man genügend Spielraum, eine Navigation, wo ich dann einen Stop-Loss richtig platziere. Dieses Stop-Loss auf Break-Even sofort zu setzen, was viele Trader machen, führt natürlich zur einen Seite, dass man schnell aus dem Risiko ist, aber man fliegt auch schnell wieder raus aus dem Markt. Hier hat man zumindest eine Möglichkeit, einen Trade, die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entfalten. Ja, also das einmal eine Idee. Und dann gehen wir zur Nasdaq-Technologiebörse. Und hier sehen wir auch dort in der Technologiebörse Nasdaq auf den Tageschart klares Long-Signal. Auf Wochenchart gab es hier, also jede Kerze eine Woche, gab es nach diesem Regelwerk am 12. April 2020 den Startschuss für diese Nasdaq-Rallye. Und zwar bei dem Niveau von 8.772. Das heißt, man braucht nicht teure Börsenbriefe abonnieren, um zu gucken, wo ich jetzt long oder short geht. Man hat alles vor der Haustür und muss es nur richtig anwenden als Trader. Ja, und sieht hier, wow, auch eine große Rallye. Und wenn man den Stop-Loss hier platzieren würde, dann hätten wir hier bei 11.766 jetzt den Stop-Loss für die Technologiebörse Nasdaq. Weiter geht's. Und wir sehen hier Nikkei und wir gehen runter. Gold haben wir schon, das haben wir schon. Okay, so, dann haben wir hier 1500, aber ich wollte eigentlich Silber. Was macht Silber? Der Silber Surfer auf Wochenbasis sehen wir die letzte Woche, diese Woche eine Indoor-Kerze, also innerhalb der Kerze von letzter Woche auf Tagesbasis sehen wir auch, ist ein wenig nachdem die Social Trader draußen sind, sind die Kurse eher ruhig. Okay. Daily Pivot verlassen wir aktuell 13.948 und ich melde mich dann gleich nochmal. 8:50 Uhr, ich wechsle jetzt mal das Lager und gehe zu den Shorties und gehe in Richtung 13.900. Big Number, aber eine Blue Box. Ja. Haben wir aktuell nicht. Also es ist 8:50 Uhr, in 10 Minuten geht's los. Yep.
Voraussichtlich wird die Vola-Box reinkommen. Und das heißt, wir werden hier relativ zügig den Hedge auflösen. Denn bei 51, wenn er drin ist, werde ich dann auf den Button drücken und wir werden das Ganze aufzeichnen wieder, weil wir haben noch nicht den ersten Trade. Und wir sehen, die orangene, eine Blue Box entwickelt sich jetzt auch hier parallel. Also der erste Eröffnungstrade wird voraussichtlich ein Vola-Box-Trade werden, wenn es so bleibt. 51, 13, 9, 0, 7, 50, 2 Minuten. Das heißt, wird, ich hoffe, nicht hektisch werden, aber wir haben einmal die Doppelboxer und dann haben wir einmal die Hatcher und dann die Meditationsboxen, die Blue Boxen, die jetzt sich entwickelt mit 24 bis 30 treten wir die. Schauen wir mal. So, noch 1,5 Minuten, nicht ganz. Also nicht viel gehandelt wird. Und das ist letztlich nur Statistik. Das heißt, man kann eine gewisse Voraussage machen, dass in einer Vola-Box der Kurs sich nicht lange aufhält, der Kurs also relativ schnell sich wegbewegt. Aber wie es ist bei Statistik, ist das keine hundertprozentige Garantie, aber es hat einen statistischen Vorteil. Und das ist das, was wir letztlich nutzen. Und durch das Multiplikationsverfahren haben wir ein ganz paar Chancen, diesen Ausbruch eben dann auch zu handeln. Und da steckt letztlich dahinter. 13 Sekunden noch. Kurz So, nochmal bitte in alle Vola-Box Handys nochmal. ausschalten. Alle Handys ausschalten. Flugmodus. Flugmodus. 4, 3, 2, 1. Und es geht los. Er muss reinlaufen. Na komm schon. Fokus auf die mittlere. Na komm. Na komm. Oh ja, long. Der Skipper ist long. Und die Gegenorder ist hier, diesmal habe ich das exakt gemacht. Vielleicht bin ich wieder zu früh rein. 13, 9, 36 und wir sind jetzt im fünften Trade. Und wir drücken natürlich auf angepasst. Und schauen mal, ja, am Daily Pivot, ob er dann, wie schon erwähnt, ja, ein nicht so ganz günstiger Punkt, weil er der Daily Pivot ja vom Vortag das Hochtief-Schlusskurs durch 3 ist. Ja, und da bleibt der Kurs gerne mal kleben und oder anders formuliert, er geht dort gerne mal ran, prallt dann ab und zu mal ab oder geht durch. Wir hätten hier im Chart zu sehen, die untere Vola-Box 13, 9, 12 könnte uns als leichte Orientierung geben, dass der Kurs vielleicht Richtung 13, 9 läuft. Ja, auch das wäre okay, dann hätten wir auch diesen Trade erfolgreich nach Hause gebracht. Für uns ist jetzt die einzige Aufgabe, die wir zu tun haben, ist zu entscheiden, wo steigen wir aus. Mit einem kleinen Gewinn, einem größeren Gewinn oder plus minus null. Das muss jeder für sich dann entscheiden. 13,951 sind für Long. Die gestrichelte Linie, seht ihr, ist unser Trade und sobald wir über dieser gestrichelten Linie sind, sind wir mit dem Trade im Gewinn. Das heißt, da, wo wir ihn gestoppt haben gestern, setzen wir jetzt in dem Bereich fort. Jetzt schauen wir mal. Auch ein bisschen Rückenwind. Rückenwind. Bei der gestrichelten Linie liegen jetzt auch einige Orders.
Gestrichelte Linie. Gestrichelte Linie. So, wir wären jetzt schon im Trade draußen mit unserem Eröffnungstrade. Wir wollen jetzt aber ein bisschen mehr mitnehmen. Gestrichelte Linie. Okay, jetzt ziehen wir nochmal an. Dann schauen wir mal. 60. Also wenn wir die 50er-Zone auch verlassen. Ein gutes Zeichen. Wir sind bei MTX auch long. Das heißt 77 wäre das Gewinnziel. Braucht noch ein bisschen Rückenwind. So 60 gehandelt. Stolpert so ein bisschen. Es wirkt so ein bisschen, dass hier ein bisschen Glatteis ist. Also 54,50. Vollbild HD. Gestrichelte Linie. Es ist 9:07 Uhr. Und Christoph zieht den Anker raus aus dem Wasser. Mal gucken, ob wir denn losfahren können hier. Alle, die natürlich den 9. Trade letzte Woche miterlebt haben, genau an diesem Donnerstag, da ist der 5. natürlich jetzt noch Wellness, aber noch haben wir das Schiff nicht nach Hause gebracht. Insofern die gestrichelte Linie ist unser Gewinnziel. Für die, die jetzt zum ersten Mal dabei gewesen sind, 15 Punkte. So, wir gehen einmal Fahrstuhl runter. Gestrichelte Linie. Na. So, Ziel ist die 3912. Also wer natürlich Herzrhythmusstörung hat, steigt aus, aber wir wollen diesen Ritt nach unten laufen. Wir sind jetzt im Gewinn und 0,909 und Tagesziel erreicht. Also zwar jetzt nicht so sehr dramatisch wie der 9. Trade letzte Woche, aber es hat sich gelohnt und wir gehen gleich unten rein. 13,9012 ist die nächste Box. So, ich verabschiede mich bei den YouTubern. Heute war es mal wieder ein Hedge-Auflösungstrade. Wir haben das Tagesziel erreicht. Wünsche euch allen erfolgreiche Trades, wenn ihr Lust habt, morgen dann wieder. Und wir machen im Live-Trading-Raum hier weiter.